Ja, einen schönen guten Morgen an alle Zuschauer. Moment, ich muss direkt mal in die Gruppe gehen. Brauche Kohle. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt sowas hier mache. Ich mache ja eigentlich nur Musik, aber ich habe gedacht, komm, wollen wir mal nicht so sein. Was ich sonst so eigentlich in WoW mache. Also ich singe ja nicht nur drüber, ich spiele das ja tatsächlich auch. Wenn die Quali jetzt hier ein bisschen komisch ist, ich bin noch am Rumwursteln mit Fraps, also bitte nicht schimpfen. Das ist einfach so. Ich nehme gerade Sound und alles zusammen auf mit Fraps. Vielleicht mache ich das später anders. Ich muss mal sehen. Ja, jedenfalls, ich habe gedacht, vielleicht interessiert es jemanden, was ich so in WoW mache. Gerade eben hier farm ich Kohle. Sofern er das droppt. Die droppen diese Medaillons. Habe ich da eins? Ne. Die droppen diese Medaillons, die man ganz gut, ja, noch verkaufen kann. Und jetzt, wo man im Tanan-Dschungel endlich fliegen darf, Gott sei Dank, macht es das natürlich auch wesentlich einfacher. Ah, komm, stirb. Ah, wieder nicht, okay. Ich farm die jeden Tag eigentlich ab. Klingt verrückt, ich weiß, es nimmt auch mehrere Stunden in Anspruch, aber es lohnt sich. Wer das schon mal gemacht hat, der wird sich da bestimmt auch dran erfreuen. Und ich sage immer, solange das geht, sollte man es auch mitnehmen, oder? Ich meine, diese Medaillons, bei unserem Server sind die etwa zwischen 4.000 und 6.000 Gold wert, am Wochenende immer ein bisschen mehr. Mach das mal mit 11 Chars jeden Tag. Da hast du deine 5, 6 Medaillons, das sind 30, 25, 30.000 Gold pro Tag. Einen Monat lang hast du Gold Cap. Ist schon. Ich habe jetzt hier, ich habe jetzt ein bisschen Kram gekauft. Zeige euch mal, wie viel Gold ich habe. Ihr werdet gleich lachen. Viel ist es nicht. Also ich habe knapp 42k auf meinen ganzen Chars und in der Gildenbank nochmal 30. Hier ist auch sonst nichts Wertvolles drin. Also, ah, da kann noch was kommen. Da machen wir noch ein bisschen mehr. Ich brauche ja meine 50k für die WoW-Marke. Und noch ein bisschen anderes für Mounts, etc. Jo. Ich werde das jetzt auch nicht ewig in die Länge ziehen. Ich habe gedacht, ich mache einfach jeden Tag so ein Video vielleicht. Oder alle 2 Tage ein Video, wo ich einfach mal ein bisschen zeige, was ich hier so treibe. Dasselbe hier hochladen, weil, also das reicht, glaube ich, wenn ihr das einmal seht, dass ich hier diese Rares abfarme. Aber wenn ich ein bisschen PvP mache, ein bisschen raide, etc., dann könnt ihr ja zugucken, wenn ihr Lust darauf habt. So. Na komm. Mir auch überlegt, ob es vielleicht ein Addon gibt, wo man nicht immer hier eingeben muss, die Namen von den Rares. Aber ich habe keins gefunden. Ich habe eins gefunden, da kann man. Wenn der spawnt, dann macht das Ding instant eine Gruppe auf. Aber das kann ich auch selber, also das brauche ich jetzt kein Addon dafür. Ja, naja, vielleicht doch ein paar Worte zu meinen Chars. Also das ist jetzt hier mein Druide, mein aktuell. Naja, Main ist relativ momentan. Ich bin es seit WoD eigentlich nicht mehr wirklich aktiv im Raiding. Meine Raid-Gilde, die sind zurzeit ohne mich unterwegs, aber relativ erfolgreich, gerade im Mythic unterwegs. Ich habe ja früher, wie ihr an den Videos bestimmt noch, oder wisst ihr das? Ich weiß es gar nicht. Ich habe früher, zur MOP habe ich Warlock gespielt, Destro und Dotlock. Aber die haben den Destro ein bisschen, also ich finde, die haben ihn kaputt gemacht, hat mir nicht mehr gefallen. Und wenn mir das keinen Spaß mehr macht, dann spiele ich es auch nicht mehr. Die Eul wiederum macht ganz viel Spaß. Ich habe jetzt 702 im PvE, ist das PvE-Gear? Ja. Im PvP 694, das ist fast voll. Ich mache ein bisschen RBG. Eigentlich nur wegen dem Mount, weil, seht ihr auch am Rating. Ah, noch 18 Winston habe ich meinen Mount nämlich fertig. Pow, pow. Jo, ansonsten farme ich mir aktuell noch über den LFR, Kotz, diese Folianten, weil ich den Ring gerne noch hätte. Heldentat und so. Und ich ziehe mir gerade nebenbei auf der Horde einen kleinen Twink hoch.
weil unser Server hier wurde mit Kraktchen, das ist übrigens Ashara, der Server, der wurde mit Kraktchen zusammengelegt und ich habe auf Ashara selber jetzt schon 11 Chars. Aber da man mir jetzt auch auf Kraktchen kann, da habe ich mir gedacht, komm, machst du noch einen Hordler. Man weiß ja nie. Das läuft also ein bisschen nebenbei. Werde ich auch bestimmt mal das eine oder andere Video machen. Ist nicht besonders spannend. Ich meine, klar, man levelt sich dann mit Dungeons hoch bis Stufe 90 und dann ist gut. Questet ja kein Mensch mehr, ne? Aber ein paar Videos mache ich da bestimmt auch mal. Das ist ein Shami, ein Troll-Shami. Ein männlicher, ja. Und, oh, das dauert ja wieder... Das dauert wieder ewig hier. Oh, ein Priester. Ich hab Bock auf PvP, warte mal. Den hauen wir mal um. Der helfende Höllenbestie. Hallo. Na, lol, der hält nichts aus. Zack, zack, zack. Bis dann. Komm, stirb. Bye, bye. First Blood. Man muss sich ja irgendwie Zeit vertreiben, wenn der dämliche Rare ewig nicht kommt. Ich hoffe, ich spreche auch jetzt nicht zu schnell und verplapper mich hier irgendwie ein bisschen. Aha. Ja, ist langweilig, vielleicht schneide ich dann ein bisschen Wartezeit raus. Da ist der Priester wieder, aber ich ganke nicht, ich bin netter. Ich ganke nicht. Aber man muss sich auch mal zur Wehr setzen. Wir haben hier auf Ashara, für die, die es nicht wissen, ein Allianz-Horde-Verhältnis von gefühlt ein Ally gegen 1000 Hordler. Also, das ist besonders lustig beim Hochleveln gewesen immer. Und irgendwann rächt man sich dann, das ist einfach fair. Nicht? Boah, kann ich noch irgendwas erzählen jetzt? Hm. Ich habe jetzt gerade nichts Schlaues zu erzählen. Ich sehe gerade, ich habe ein falsches Talent drin. So. Ups. Ja, ich spiele hier mit Sternrausch, Traum des Szenarios. Ich weiß auch nicht warum. Das ist... Ich spiele eigentlich kein Moonking. Ich spiele eigentlich... Da sieht es ein bisschen anders aus. Ist es hier meine RPG-Skillung? Moonking ist eher so ein bisschen zum Farmen und, keine Ahnung, macht einfach Spaß. Dreimal Sternsog ist einfach lustig. Wenn du damit jemanden triffst, da ist der instant auf 30%, 40% live, wenn es ein bisschen krittet. Ja. Glyphentechnisch habe ich auch hier RPG-Glyphen drin beim Heiler. Sofern das eine RPG-Glyphe ist. Ich finde die ganz geil. Ich sehe nicht viel damit rumrennen, aber es ist einfach lustig mit der Glyphe und Gelassenheit. Das geht sich genau aus. Dann versuchen die dich zu kicken und passiert nichts. Das ist super. Hab ich ja Rare. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, die Rares farme ich hier immer ab. Bringt gut Kohle, kann ich nur jedem empfehlen. Aber nicht denen, die es auf Ashara machen. Bitte lasst es sein, damit ich damit mehr Kohle machen kann. Ansonsten, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich irgendwas Interessantes hier zu machen habe. Das wird übrigens kein Let's Play oder sowas, ne? Also nichts falsch verstehen. Es ist weder ein Let's Show noch ein Let's Play oder so ein Kram. Das ist einfach nur ein bisschen just for fun. Guckt mir zu, wenn es euch gefällt, oder lasst es sein, wie ihr wollt, ne? Wird hier nichts Außergewöhnliches passieren, es sei denn, ich habe zufällig irgendwas ganz Außergewöhnliches mal im Petto, dann drücke ich schnell auf F12 und nehme alles auf, ansonsten, wie gesagt, ich zeige euch, was ich so mache und wünsche euch dann viel Spaß. Wie gesagt, auf Facebook, wenn es euch gefällt, dann könnt ihr mich dort liken, meine Seite dort liken, da ist auch eine YouTube-App drin, da könnt ihr, ich finde es ganz hübsch gemacht, das sieht ein bisschen besser aus als auf YouTube, könnt ihr dort direkt die Videos euch angucken. Könnt auch, glaube ich, liken, wenn ich mich nicht ganz irre. Und ja, wenn es euch gefällt, schaut mal vorbei auf Facebook. Link ist in der Beschreibung von dem vorherigen Video. Vielleicht, ich will es eigentlich jetzt nicht in jedes Video reinspammen, aber mal sehen. So nötig haben wir es ja auch nicht. Ist ja letztlich nur ein Hobby und habe auch eigentlich jetzt nicht vor, das groß auszubauen.
Außer ihr wollt es. Na, dann schauen wir mal. Okay, also, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, euer Knebel.